So Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück bei Mad Max. Ich habe mir heute mal so eine ganz spezielle Aufgabe vorgenommen. Und zwar, wir werden den Ansturm auf Top Dog ausüben. Die Festung ist zwar Stufe 5. Stufe 4 kriegen wir ja mittlerweile hin. Dann wollen wir einfach mal schauen, ob wir Stufe 5 auch schon brechen können. Ich bin mal gespannt, was uns erwartet. Wahrscheinlich derselbe langweilige Endkampf wie immer. Und aber was soll's. Andererseits, hier ist ja noch so ein Informant. Mal schauen, was der uns sagen kann. Stay put. Certainly, yes. You know, I would never leave her side. Here's a bit of free advice, stranger. If you ever find yourself against Pig and Sticker, local bad boy and all around bunghole, I'd sheep the shit out of them. Just saying. Wow, das war aber jetzt ein Wahnsinns-Tipp. Das Lager wurde in einem alten Industriebau errichtet. Es wird von Top Dogs Picken Sticker verteidigt, der anfällig für Nahkampfwaffen ist. Es dient dazu, Ödländer zu brechen und zu Ferals zu machen. Zusätzliche Informationen, starke äußere Verteidigung, geheimer Eingang rechts vom Haupttor, okay. Sei im Keller auf der Hut vor Ferals. Benutze die Seilrutsche, um schneller abzuhauen. Abzuhauen? Warum soll ich denn abhauen? Okay, wird schon interessant anscheinend. Wo ist mein Auto? Wo packt der immer das Auto in der Zeit? Ey, ich spreche einmal mit dem Kerl, der packt das Auto weg. Was ist denn mit dem los? Na dann mal los, Leute. Die Sniper muss als erstes weg. Ach. Gut, ja. So. Jetzt müssen wir noch kurz warten auf. Okay, der ist auch kaputt. Okay. Komm, 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 komm. Ja, Mann. Nice. Da ist noch einer. That long shot will regret swing and let it us. Die Frage ist, geheimer Eingang. Könnte es sein, dass der dort ist? Das Ding da kaputt kriegen. Ne, da ist der Geheimgang. Da hab ich ihn gerade gesehen. So. Okay, wir steigen aus. Hier ist nämlich der geheime Eingang. Warum ist da ein Sniper? Alter. Boah. Ich bin mal echt gespannt, was das hier wird, ne? Ich verstehe nur nicht. Oh oh. Wo ist der denn? Ich sehe den nicht. Ich sehe den einfach wirklich nicht. Wo ist der Mistkerl? Okay, er steht schon mal nicht da irgendwo. Da ist das Tor. Toll. Wo ist der? Na gut, okay, ich sehe ihn nicht. Macht aber nichts. Ich würde sagen, wir bahnen uns erstmal einen Weg hier in diese Tür.
Ja. Hopp, so wie man es kennt. Anzünden. Rein da. Da muss ich wahrscheinlich eh noch ein paar Mal durch die Gegend rennen danach, weil ich sehr viele Sachen jetzt übersehen werde. Wo ist denn der Motherfucker auf dem? Da. Ach, da. Ich finde persönlich. Dass der so lang braucht, der Hundesohn. Okay. Okay, das dauert zu lang. Ich muss trinken, ganz wichtig trinken. Die Sniper hat mich fast weggebrotzt. Ah, da ist er. Glaube ich zumindest, dass er da irgendwo ist. Nein, ist er auch nicht. Da ist der. Wie kriege ich den denn noch raus, ey? Na, was sagt ihr jetzt, Alter? Wie ich einfach nur geil ausweiche die ganze Zeit. Übelst. Übelst. Gut, dass ich... Okay. Der war gut. Boah, jetzt kommen noch die zwei Motherfuckers auf Doom. War Boys! Protect the camp! Hab ich ihn erwischt? Ich weiß es nicht. Ja, Mann, ich hab ihn erwischt. Puh. Boah, ist das strong. Richtig an... Ey, komm schon, der kann mich doch niemals dadurch auch noch sehen. Ah, ich wusste, das hier ist auch noch. Jetzt ist die Frage, sind mir schon alle gefolgt von? Ja. Nice. Ah, ja, das ist richtig cool. Summer Service, so. Wir müssen da hochkommen und wir müssen vor allen Dingen dahin kommen, dass der uns nicht mehr abknallt. Schauen wir erstmal, was wir hier haben. Achso, nichts, okay. Dann müssen wir hier hoch. Was? Ja, nice. Puh, wir haben eine neue Stelle gefunden. Problem ist, das Wasser ist jetzt schon leer. Und wir... werden erstmal unser Leben auffrischen. Damit ist unsere Flasche auch schon wieder leer. Schön, das hat sich ja mal gelohnt. Ach so, wir sind hier nur hoch, um das Ventil abzuschalten.
und hier runter zu klettern danach. Sehr schön. Das ist eine Seilrutsche. Hier geht's hoch. Sehr schöne Radkappen immer. Hier haben wir wieder ein Bild. Oh, nur mit Text. Oh, so viel zu lesen, Leute, wieder. Pinglet, wenn du das liest, ist das ein verfluchter Zufall. Aber ich muss es versuchen, die einzige Chance, dich wissen zu lassen, dass ich fühle, falls ich es nicht zurückschaffe. Ich liebe dich. Ich habe dich schon seit der 7. Klasse geliebt. Ich verehre dich. Ich vergöttere dich. Zensiert, was ihr wollt, ihr scheiß Geheimdienstler. Ich liebe dich, Piglet. Und falls ich es zurückschaffe, werde ich einen Weg finden, es offiziell zu machen. Falls du mich noch willst, Robin. Piglet, wer heißt denn so? Niemand. Es sei denn, es ist ein schwuler Künstlername. So. Mal sehen. Ja, ist gut, Alter. Ich hab's begriffen jetzt. So, aber die Sniper-Ratte hätten wir vorher ausschalten sollen. Die klebt uns jetzt am Arsch bis zum Ende. Ist mir gerade aufgefallen. Ja, wird sie. Wird sie. Okay, da müssen wir rein. Hier, wir sollen in den Tunneln aufpassen, hat der Kerl gesagt, ne? Wir werden jetzt in den Tunnel... er ist 5 von 12. Oh, wei, wei. Wir werden jetzt... Oh, da ist noch eins. Wir werden jetzt mal in den Tunnel gehen. Mal schauen, was uns da erwartet. Aber ich werde diese Folge nicht beenden, bevor wir diese Festung nicht erobert haben. Ah, das sieht mir alles schon ein bisschen creepy aus. Hallo? Hallo? Ist hier jemand zu Hause? Ich nehme mal die Muni. Okay, danke. So. Ja, ein Signium mache ich auch noch kaputt. Oh, wie unnötig. Ey, das ist doch so abartig. Jetzt muss man die Scheiße jetzt aufbrechen, damit... Achso, okay. Oder so. Okay, von da kamen wir. Da liegt einer, nur mit einem Bein. Was erwartet uns denn hier die ersten Hunde? Ah, da ist eine Wand. Okay. Leise, leise. Was tut er denn dort? Ah, der Motherfucker-Turm ist wieder da. Ja, dann hau ich die Viecher halt mal weg, ey. Okay, der war nice. Aber was sind das für Inzuchtkinder, Alter? Jetzt weiß ich auch, warum die in Käfigen gehalten wurden. Das gibt alles einen Sinn. Ah, gut, gut, gut. Den hätte ich aber auch treffen müssen. Boah, das sind ja ein paar gezüchtete Missies. So, ich würde sagen, wir laufen mal den Weg entlang. Ah, erstmal schauen wir nach da lang. Sieht mir nach einem Raum aus. Sieht mir nach einem Raum aus. Hätte ich den Kanister schon mitnehmen sollen? Ich weiß es nicht. Na, wir werden sehen. Okay, hier geht zum Glück wieder raus. Aber wir sollten ja nur vor den kleinen Psychos aufpassen. Und wir können hier nochmal unseren Wasser auftragen. Das heißt, wir können jetzt... Werden wir schon gegen den Boss kämpfen. Er wird... Oh. Doch, doch, nice. Flasche fast voll. Wir werden jetzt gegen den Typen kämpfen. Ja, das sieht mir danach auch schon aus. Und ihr wisst ja, wie die... Ja, welcher Zufall. Der sieht genauso aus wie vorher. Ja, okay. Das ist schön und gut. Damit haben wir mal weggebratzt. Ich würde sagen... Ja, das heißt, wenn wir... Okay, das war nice. Okay, jetzt haben wir auch noch die Kackspasts hier. Oh, komm schon, Leute. Oh, komm, come on. Oh, oh. Hat er seine eigene dann erwischt wenigstens? Ja, habe ich den alten schon geknallt? Wusste ich, sehe nicht. Okay, jetzt kann ich mich endlich mal um den kümmern. Also Messer im Kreuz oder im Gesicht jucken den mal gar nicht. Dann wollen wir mal noch ein Messer ab. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir zwei Messer im Kreuz stecken. Sieht besser aus wie eins.
Und dann noch ein drittes, denn wir kennen ja, zwei sehen besser aus wie drei. Aber wir sind gerade im Rage Mode. Aber gut, der Rage Mode bringt uns so einen Scheiß. Doch, jetzt bringt er uns was. Okay, so bringt er uns wieder nix. Okay. Okay. Oh mein Gott, ist das ein angespannter Kampf. Sorry, wenn ich nichts sage. Jetzt habe ich ihn wieder. Wow. Ja, nice, jetzt haben wir ihn wieder. Okay, wir haben ihn gleich. Nice. Ja. Und damit haben wir natürlich wie immer den gleichen Abgang wie beim ersten Mal. Mit der Schroti in die Fresse und dann auf das Gesicht nochmal treten. Das ist natürlich der Finisher, von dem jeder träumt. Top Dog getötet, das Lager ist nun Verbündeten besetzt und wird regelmäßig Schrottlieferungen beisteuern. Ja, ihr seht, Insignien haben wir irgendwie nur die Hälfte. Schrott haben wir irgendwie kaum was gefunden. Ich glaube, wir müssen dann nochmal durchrennen. Aber erstmal plündere ich den jetzt, weil wir kriegen dadurch, glaube ich, eine neue Farbe. Und ihr seht schon, um die Hälfte geht dann die Scheiße weg. Wow. Okay, strong. Und Verbündete haben uns 260 Schrott geliefert. Fand ich jetzt persönlich sehr, sehr, sehr nett. Hier haben wir noch ein bisschen Money. Hier können wir jetzt oben langlaufen. Ich hoffe, hier finden wir dann noch einen Insignia. Ach nee. Hoch, 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 hoch. Lol. Hier ist ein freier Zugang? Was ist denn das hier? Waren wir hier schon? Nee, hier waren wir noch nicht, oder? Nee, hier waren wir noch nicht. Aber ihr seht, wir haben jetzt einfach mal ziemlich schnell schon Schrott gefunden. Und hier ist nichts mehr. Dann können wir jetzt mal hier hoch. Ja, da haben wir schon 11. Die eine Insignie, die war doch irgendwie so ganz weit oben irgendwo, ne? Mal sehen. Aha. Gut, dass wir da jetzt nicht runtergerutscht sind. Aha, weil wir müssen noch hier oben hin anscheinend. Ah, da ist die Insignie. Ach, und da ist jetzt sogar erst der richtige Eingang. Na, wir schauen mal nach. Aber dass hier wieder Feinde waren, war mir so klar. Okay, Alter. Okay, der war nice. Der war schneller, als ich dachte. Ich bin mal gespannt. Autsch. Gut, das war's. Das waren die letzten paar. Okay. Time to pop a flare. Bitte, bitte, Feuer. Achso, ich dachte schon. Ach, das bringt nichts. Abbruch, Abbruch. Erstmal trinken. Aufs Dach müssen wir von Pink Eye, von irgendeinem, was auch immer. Mal sehen. Ich hoffe mal, wir kommen mit dem Wasser jetzt gut aus, denn die Folge müssen wir langsam mal eigentlich beenden. Deswegen würde ich sagen, beeilen wir uns mal noch da hochzukommen. Mir hat die Folge auf jeden Fall richtig Spaß gemacht mal. Die Festung war richtig geil, auch wenn es eine 5er-Festung war. Die 5er hat sich jetzt kaum unterschieden zur 4er, muss ich sagen. Oder ist euch was aufgefallen? Na, die Befestigung von außen war ein bisschen härter halt so an sich. Aber ansonsten fand ich die jetzt nicht unbedingt schwerer. Super, da denkt man, hier ist was drin. Das ist aber nur eine Mogelpackung.
Und da, da haben wir noch Schrott. So, bloß nichts übersehen. Schrott ist wichtig, ihr wisst das. Ich hoffe nur nicht, ich muss jetzt noch gegen jeden doof kämpfen. Achtmal noch hier. Hä? Ach so, von außen kommen wir da jetzt hoch, okay. Aber schön, dass man da hoch kann für nichts. Das ist immer schön. So, hier können wir hoch. So, hopp, 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 hopp. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht nochmal ein Kampf, weil dann kriege ich nämlich einen mittleren Blutrausch. Sieht aber nicht danach aus. So, und damit verabschiede ich mich auch mit diesem Knall von der Festung. Wir haben es geschafft. Ja, ja, die Belohnung gehen wir in nächster Folge abholen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Und vor allen Dingen gebt mir doch einen Daumen. Das wäre super hilfreich und würde mir viel bedeuten. Bis dahin, euer Murex. Und habt noch einen schönen Tag. Ciao.